Hallo Leute, willkommen bei Yaras Kinderbande, einem Sims 4 Kinder-Let's Play. Dies ist Teil 43. Es ist früh am Morgen und Julian ist schon mal aufgewacht, sehr hungrig und hat sich, schlau wie er ist, gleich was zu essen geholt. Jetzt schauen wir mal, wie es den anderen so geht. Na, die Yara wird bestimmt auch gleich aufwachen. Und dann braucht sie eigentlich nicht entspannen im Zelt, sondern sollte sich vielleicht auch was zu essen holen. Und die könnte auch dann mal duschen. Der Julian auch. Okay, der Ben braucht noch ein bisschen, bis er ausgeschlafen ist. Und die Sandy, die kann eigentlich auch gleich mal aufstehen und sich was zu essen holen. So, und danach muss sie dann einen Busch aufsuchen. Ja, wie gut, dass wir hier so schöne Campingausrüstung haben. Da ist man schon eindeutig im Vorteil gegenüber den Leuten, die ohne Campingausrüstung in den Dschungel gegangen sind. Ja, ich bin auch gespannt, was die Kinder hier beim Tempel überhaupt machen können. Also, so viel ich weiß, können sie ausgraben. Und, aber ich glaube, mit diesen ganzen Tempelfallen und so können sie überhaupt nichts anfangen. Und nicht mal diese Emotionsbeeren können sie ernten. Jetzt gucken wir mal, die Yara. Naja, satt ist sie nicht. Ich lasse sie mal noch, vielleicht noch einen Joghurt essen. Weil so eine schnelle Mahlzeit gibt irgendwie nicht viel her. Und die Sandy, na, die können wir mal zu so einem Busch schicken. Wo haben wir die denn, die Büsche? Da ist zum Beispiel einer. Und mal gucken, ob an diesem Baum was hängt. Ja, dann lasse ich die Yara nach dem Essen hier mal ernten. Denn das sind ja tolle Früchte, die kann man gut gebrauchen. Und der Julian, ah, der duscht nicht mehr, das ist gut. Jetzt macht er freiwillig seine Zusatzhausaufgaben. Na, irgendwann ist aber auch genug Hausaufgaben gemacht. Dann weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr, was er mit sich anfangen soll. So. Die Yara schicke ich dann auch mal duschen und vielleicht auch in einen Busch, bevor es dann an die Eroberung des Tempels geht. So, Julian, du hast schon nichts mehr zu tun, obwohl du kannst dann auch mal in einen Busch pinkeln, aber vorher will ich das einfach nochmal überprüfen, ob er hier irgendwas machen kann mit den Fallen. Nee, gar nichts. Und die Yara, die sollte hier mal die Pflanzen gießen. Es sind zwar nicht ihre, aber es ist doch hier ein Jammer, sich das anzugucken. Und jeden müsste sie eigentlich auch, aber ich würde sagen, das wäre jetzt doch ein bisschen übertrieben. So, hatte ich Yara nicht in die Dusche geschickt? Oder habe ich das vergessen? Nun ja. Jetzt lasse ich sie erstmal Pflanzen gießen und dann lasse ich sie duschen. So, und der Julian, dem suchen wir auch mal einen Busch. Es gibt hier glücklicherweise ziemlich viele Büsche. Und Ben ist inzwischen auch aufgewacht. Er isst. Ich denke mal, das kriegen die ganz gut selber hin. So das Essen und bei Bedarf ein bisschen duschen und hoffen wir mal nur, dass die nicht irgendwie Schaden nehmen. Wir gucken mal, ob es hier was zum Ausgraben gibt, weil dann hätten sie was zu tun. So, die Sandy ist zwar noch nicht satt, aber die lasse ich hier einfach mal ausgraben. Gibt es hier außenrum was zum Ausgraben? Oh, Emma ruft an. Die ist ja irgendwie wieder nach Hause gefahren. Keine Ahnung wie. Aber ja, Emma und Moritz waren ja auf einmal nicht mehr da.
Vielleicht weil die keine Ferien hatten? Keine Ahnung. So, wie sieht's denn aus, Yara? Ah, Yara ist beschämt. Wurde sie beim Duschen erwischt? Ach, stell dich doch nicht so an. Das sind die Kids, die du kennst. Ja. Dusch mal schön zackig, meine Liebe. Ah, du brauchst doch nicht weinen. Also wirklich. Ihr wohnt doch zusammen. Die bräuchte mal ein bisschen Spaß, die Yara. Naja, müssen wir mal gucken, wie sie den kriegen kann. Im Zweifelsfall lasse ich die auch mal ausgraben, denn Ausgraben macht denen irgendwie Spaß, den Sims. Aber erstmal lasse ich sie hier mal untersuchen. Denn diese Dinger hier muss man immer untersuchen. Und dann findet man raus, wie man die aktivieren kann. Und jetzt weiß man gar nichts darüber und müsste 4 Versuche machen. Und hier hat sie nicht gegossen. Na, das lasse ich sie dann anschließend mal machen. So. Und ich denke, das lasse ich mal alles ein bisschen schneller machen. Ah, die Kinder könnten hier auch noch schwimmen. Aber das machen die bestimmt von ganz alleine, wenn die... Oh, oh, was ist passiert? Was Schlimmes? Nö, alles gut gegangen? Sehr gut. Ein Bienenschwarm. Na, vielleicht sollte ich die schon zum Schwimmen schicken. Nicht, dass die da zu viel rumrennen, Runden schwimmen und sich dann irgendwie von allen möglichen Bienen und Spinnen und sonst was angreifen lassen. Okay, also Yara hat hier was rausgefunden. Verflixt, das Tor lässt sich mit keinem dieser Auslöser öffnen. Also das gilt wohl für dies hier. Dann muss sie sich auf diese hier konzentrieren. Wie lang ist sie denn beschämt? Noch 2 Stunden. Tja. Nun ja. Das wirst du überleben, meine Liebe. Hoffentlich. Manchmal sterben die Sims ja vor lauter Beschämung. Aber das muss dann schon sehr beschämt sein. Oder noch schlimmer als sehr beschämt. Okay, jetzt müsste sie das gleich mal rausgefunden haben. So. Und? Okay, das Tor lässt sich nicht mit allen Auslösern öffnen. Dann muss ich jetzt hier 2 Sachen ausprobieren. Aber erstmal lassen wir es schnell gießen. Was ist passiert? Ach, Bienen. Da hoffen wir, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja, am besten gehst du ein bisschen schwimmen. So. Ich glaube, da kann dir hier am wenigsten passieren. Ah, und Yara will auch schwimmen. Yara will Hausaufgaben machen. Das sind irgendwie merkwürdige Kinder. Yara, komm doch mal her und aktiviere das. Ihr seid hier extra im Dschungelurlaub, um Abenteuer zu erleben. Aber ich muss sagen, für die Kinder gibt es hier eigentlich recht wenig Möglichkeiten. Natürlich, sie können von Bienen gestochen werden. So, da muss ich mal schnell einen Screenshot machen. Sie können von Bienen gestochen werden, von Spinnen attackiert, ja, und von Fledermäusen gequält. Sie können sogar vergiftet werden. Aber sie, naja, außer diesem Ausgraben haben sie irgendwie nicht viel Möglichkeiten, hier bei dem Dschungelabenteuer abenteuerlich mitzumachen. Wobei es natürlich schon auch abenteuerlich ist, von diesen ganzen Viechern angegriffen zu werden.
Aber das ist nicht der spaßige Teil vom Abenteuer. So, Yara hat das jetzt aufgekriegt. Und dann schicke ich sie mal hier runter. Da könnten eigentlich die anderen auch mitkommen. Weil hier unten ist es für die Kinder weniger gefährlich als da draußen. Und dann kannst du mal dies hier untersuchen. Ist das das Einzige? Mal gucken. Ja, sieht so aus. Und die Kinder lasse ich einfach mal ein bisschen ausgraben. So, zwei Ausgrabungen gibt es. So. Ja, das war's dann auch schon. Aber bestimmt gibt es im nächsten Raum wieder eine neue Ausgrabungsstelle. So, ja, Julian, tut mir leid. Wenn die Yara mal besser ist in der Archäologie, dann kann die so ein Gatter drumrum machen und dann können mehrere an einer Stelle ausgraben. So, aber ursprünglich habe ich mir das toller für Kinder vorgestellt. So, Yara, wie schaut's aus? Ich mach mal ein bisschen schneller. Ja, da muss wohl jemand aufs Klo. Na, da kann der dann gleich mal aufs Klo gehen. So, finde dich damit ab. Yara hat mit ihren Untersuchungen nichts herausgefunden. Was? Und was will sie hier machen? Mit Pflanze sprechen? Weil du einsam bist? Nein. Später kannst du mit den Kindern sprechen. Okay. Gut. Sie muss jetzt in verschiedenen Stimmungen auf diese Platte treten. Also entweder energiegeladen, in Flirtstimmung, inspiriert oder mit Selbstsicherheit. Hier hat sie, glaube ich, noch so einen Rest Selbstsicherheit. Ja. Und dann geben wir ihr einfach mal so eine Selbstsicherheitsbeere, denn dafür gibt es diese Beeren, die bewirken verschiedene Stimmungen. Und das kann jetzt natürlich sein, dass sie da vier Versuche starten muss. So. Und wenn sie Pech hat, wird sie mit bösen Pfeilen beschossen, vergiftet. Und sonst was. Oh, das war's schon mal nicht. Weil das ist jetzt rot. Da war ein Pfeil. Hatte ich aber nicht getroffen. Hast du aber Glück gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob eine weitere Beere die vorhandene überschreibt. Oder ob sie dann zwei essen muss. Glücksbeeren, das ist wohl für Energie geladen, ja. Oder ob sie warten muss, bis die Wirkung von der anderen weggeht. Ja, es klappt, es klappt. So. Hat sie ein Glück. Sehr gut, sehr gut. Ja. Dann ist das hier aufgegangen. Ja, der Bänder muss mal aufs Klo. Nee, geh mal, stopp. Geh mal nicht zu der Hütte. Die ist ja viel zu weit weg. Geh hier in so einen Busch. So. Und den Julian, den lassen wir mal ausgraben. So, dieses Ausgrabedings ist weg. Oh, ich hoffe, es gibt neue Ausgrabedinger. Nö, hier ist einfach nur alles überwuchert. Keine Ausgrabedinger. Tja, Julian, tut mir leid. Vielleicht lernen Sie ja ein Skelett kennen, mit dem Sie sich unterhalten können. So. Na komm, Yara. Wenn du hier durch bist,
dann kannst du dich mit den Kindern unterhalten und sonst was alles. Eine Party an den Klippen? Nee. Da wollen wir nicht hin. So. Oh, stopp, stopp. Yara, du brauchst das gar nicht fertig angucken, denn mit diesem hier hast du eine sichere Öffnungsvariante. Wenn der Daumen grün nach oben zeigt, dann, ja, dann ist es sicher, dass das funktioniert und dann muss man nicht mehr weiter untersuchen. Na, ich glaube, ich mache da mal einen Screenshot, weil das ist irgendwie lustig mit diesen Skeletten, finde ich. So. Huch. Wo sind wir denn jetzt? Na komm. So. So. Irgendwie funktioniert die normale Screenshot-Kamera nicht. So. Also diese Einstellung meinte ich, wo diese Umgebung hier ausgeblendet wird. Aber so hat's auch geklappt. Okay, wir sind also noch weitergekommen. Hier kann jetzt auch mal der Julian. Nö, der soll mal was zu essen gehen, denn der hat Hunger. Und später kann er dann ausgraben. Und die Yara kann diese hier mal untersuchen. Oh, und da gibt's auch eine Schatztruhe. Das ist gut. Schön fände ich das hier, wenn man hier irgendwie was zusammenarbeiten könnte. Okay, wenn man mit mehreren Erwachsenen da ist, können mehrere Erwachsene das untersuchen und dann geht es schneller. Aber so, ja, wenn man so richtig was rausfinden könnte, was willst du machen? Mit Pflanze sprechen. Och, Yara. Hier hat sie eine Variante. Wir machen diesen Tempel noch durch. Und dann machen wir was anderes. Und hier hat sie auch eine Variante. Dann öffne erstmal diese Schatztruhe. Und dann probier hier mal die Blätterglyphe. So, Julian, hast du keinen Hunger mehr? Doch. Geh dir mal was zu essen holen. Na, irgendwie will er nicht. Oh, rot. Eine Spinne ist da rausgefallen. Hast du Glück gehabt? Knapp einem Unglück entkommen. Das ist gut. Dann kannst du hier mal diesen Tempelwächter begrüßen. Ah, es ist eine Tempelwächterin. Mit einem breiten Becken. Ja, die Skelette sehen schon sehr unterschiedlich aus irgendwie. So, mach ihr mal ein Kompliment über ihr Outfit. Ja, jetzt spielt sie Spuken. Der ist schon merkwürdig, warum er nichts zu essen geht. Na, er wird schon, wenn der Hunger zu groß wird. Yara, du brauchst jetzt hier keine Zusatzhausaufgaben machen. Du kannst hier mal das andere aktivieren. Oh, und hier ist ja noch einer. Okay, also wenn Yara Pech hat, dann bringt das auch nichts. Und dann musst du den hier noch untersuchen. Ja, das sieht nicht gut aus. Immer wenn die so Skeletthände da rausziehen, dann war das nicht das Richtige. Und untersuch mal das. So, naja, sie ist aber knapp einem Unglück entkommen. Das ist doch schon mal gut.
Okay, ja, langsam, langsam. Stopp, nein, nicht weglaufen, Jara. Wir ziehen das jetzt hier noch durch, meine Liebe. Mach mal ein Kompliment über die Schnitzereien. Naja, sie muss dann auch bald ihre ganzen Bedürfnisse stillen. Jawohl. Ja, wir sind gleich fertig, Yara. Guck mal hier, da sind zwei Truhen. Hier erstmal die eine, da sind nicht so tolle Sachen drin. Und dann die hier, da sind sehr tolle Sachen drin. Und dann hast du den Tempel geschafft, Yara. Ja, und dann kannst du zum Pinkeln in den Busch gehen. Jawohl. Und hier, da wird jetzt erstmal was Tolles drin sein. Ganz tolle Sachen. Die Tempelforschung ist abgeschlossen. Sie hat gleich mal 2200 Simoleons zugekriegt. Und jetzt schauen wir mal, was sie sonst so gekriegt hat. Du brauchst auch nicht zu diesem Häuschen gehen. Das bringt herzlich wenig. Da würde ich fast vorschlagen, geh hier mal wie ein Champion pieseln. Wo ist die Zeltumgebung? Dort. Dann lasse ich sie einfach mal alles ins Inventar stecken. Weil ich würde sagen, dann gehen wir nach Hause zum Ferienhaus. So, alles ins Inventar stecken. Ja, das dauert wohl noch ein bisschen. Aber hier, sie hat eine Gold-Smaragd-Kalenderplatte Zetel-Zitli gekriegt. Und die ist 10.000 Simoleons wert. Da können wir uns dann auch überlegen, ob sie die verkauft. Oder ob sie die aufhebt. So, und hier hat sie nicht authentifizierte umiskanische Schädel. Und ich denke mal, die Kinder haben auch einiges gefunden. Ja, ein Totekayama-Relikt, das ist gut. Und einen artefaktförmigen Dreckklumpen, ja, auch gut. Und ein Balam-Palso-Relikt. Und einen nicht authentifizierten umiskanischen Schädel. Na, das ist eigentlich ganz gut. So, Yara, wie sieht's denn aus? Na, die ist wohl noch auf dem Weg aus dem Tempel raus. Ja, da kommt sie an. Da hinten. Na, dann wird das noch ein Momentchen dauern. Oh, und die Pflanzen, die sie gerade frisch gegossen hat, sind schon wieder trocken. Aber ich würde sagen, jetzt ist keine Zeit mehr, um schon wieder zu gießen. So, und ich glaube, ich mache das mal ein bisschen schneller. So, zacki, zacki, oi, 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 oi. Warum warst du denn nicht pinkeln, Yara? Ach, Yara. Na gut, dann darfst du halt im Ferienhaus pinkeln. Das gefällt dir bestimmt sowieso besser als hier im Busch. Im Inventar platzieren. Ja, ich weiß. Jetzt muss aber wirklich dringend. Ob wir es noch bis zum Ferienhaus schaffen? Mal gucken. So, das hier hatten sie gemietet, genau. So. Ja, dann hoffen wir mal das Beste. Oh, die Folge ist schon 24 Minuten lang. Dann verabschiede ich mich mal von euch und in der nächsten Folge geht's dann weiter im Ferienhaus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!